Und in diesem Buch behandelt er das Thema Schmerzen und wie wichtig Schmerzen sind anhand der Krankheit Lepra. Als meine Eltern, als ich jugendlicher Kind in Kolumbien war, haben meine Eltern häufig ein Lepradorf in Kolumbien besucht und sie haben uns als Kinder nie mitgenommen, weil sie Angst hatten, dass wir angesteckt werden und dass für uns das schwierig ist. Und für mich war das Bild von Lepra so wie, ich weiß nicht, für euch, dann siehst du Menschen, die den fehlen Gliedmaßen, Nase, Finger, Füße. Und das war für mich eine Offenbarung, als er darüber sprach, Lepra ist eigentlich eine Nervenkrankheit, die dazu führt, dass der Betroffene kein Schmerz mehr verspürt. Und gerade in armen Ländern, in Indien oder Südamerika oder sonst wo, wo die Leute in Hütten leben, passiert es, dass nachts Ratten oder Tiere kommen und deren Gliedmaße anknabbern. Aber weil sie keinen Schmerz spüren, verlieren sie ihre Gliedmaße. Kein Schmerz zu spüren, ist kein Segen. Kein Schmerz zu haben, kann ein Fluch werden. Es ist nicht das Lepra, was dazu führt, dass die Leute ihre Gliedmaßen verlieren. Es ist das, dass sie keinen Schmerz spüren am Körper. Stell dir vor, du fühlst keinen Schmerz und trittst auf den Nagel. Läufst weiter, es entzündet sich, du spürst immer noch keinen Schmerz. Irgendwann verlierst du dein Bein. Ich habe aufgrund dieses Buches und aufgrund von einer Gedanken, die ich mir gemacht habe, damals auch eine Predigtserie gemacht mit dem Titel Das Geschenk, was keiner will. Ja, durch den Sündenfall kam Schmerz erst in die Welt. Aber Gott macht keine Fehler. Wir leben in einer gefallenen Welt, in der Ungerechtigkeiten geschehen, in der Menschen sterben, in der die Menschen sich gegenseitig verletzen. Was wäre in dieser gefallenen Welt, wenn wir weder körperlichen noch emotionalen Schmerz spüren würden? Wir würden uns gegenseitig fertig machen. Schmerzen, Leid sind keine Störung im System. Sie sind von Gott gegebene Alarmsignale unseres Körpers und unserer Seele. Als Jugendlicher war ich mit meinem Cousin auf der Farm in Kolumbien. Mein Papa hatte eine Farm außerhalb von Bogota. Und damals gab es keinen Strom dieser Farm. Das heißt, wir mussten mit Kerzen nachts oder wenn es dunkel wurde damals, in Kolumbien wird so gegen zwischen 5 und 6 schon dunkel, da musstest du Kerzen anmachen. Und mein Cousin hatte seinen Sohn dabei, ich weiß nicht, wie alt er war, der war vielleicht 3, 4. Dann saßen wir am Tisch, haben was gespielt und während ich und mein Cousin gespielt haben, haben wir gesehen, wie der Sohn von ihm mit dem Finger Richtung Flamme gehen wollte. Und wir, nein, geh nicht dran. Okay, zurück dazu. Dann spielen wir weiter. Der wieder. Nein, du sollst das nicht machen. Du verbrennst dich. Spielen wir weiter. Der hört nicht zu. Irgendwann hat mein Cousin dann eben gar nicht mehr getadelt, hat zugelassen. Was macht er? Finger in die Flamme. Was ist passiert? Schnell weg und nie mehr Finger rein. Schmerz ist ein Warnsignal, das ihn davor bewahrt hat, mit Feuer zu spielen. Wenn wir lernen, Leid und Schmerz statt als Störung, als Geschenk Gottes zu sehen, würden wir deutlich weniger psychische Erkrankungen, Depressionen, Süchte und so weiter haben. Denn wenn wir hineinschauen, sind die meisten dieser Erkrankungen Flucht vor Schmerz und Leid. Verdrängung von Schmerz und Leid. Was viele verkennen, ist, dass die Bibel dem Thema Schmerz und Leid viel Raum gibt. Und zwar nicht,
es als etwas Böses darstellt. Im Alten Testament finden wir zwei Bücher, die sich hauptsächlich nur mit dem Thema beschäftigen. Hiob und Klagelieder. Hiob ist die Geschichte eines Mannes, der aus seiner Sicht ungerecht Leid ertragen muss. Empfehle ich jedem zu lesen. Und er klagt Gott an, dass er ungerecht leidet. Und seine guten Freunde, nee, Gott ist nicht ungerecht, du hast einen Fehler gemacht. Irgendwas ist in deinem Leben nicht richtig und deshalb leidest du. Klagelieder. Jeremia musste als Prophet Unglück über das Volk Israel prophezeien. Und er lebte selber in dieser Phase. Und er klagt über dieses Unglück. Er klagt Gott an. Die Psalmen, von den 150 Psalmen sind 59, mehr als ein Drittel, Klagelieder. Jesus selber wird als Mann der Schmerzen bezeichnet. In Jesaja 53, 30 lesen wir, er war verachtet, von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jesaja beschreibt hier den Messias, ist ein prophetisches Wort in Richtung Jesus. Und er sagt, dass er ein Mann war, der Schmerzen und mit Leiden vertraut war. Jesus selbst ist Leid und Schmerz nicht aus dem Weg gegangen. Und Jesus selbst hat seinen Nachfolgern Leid vorhergesagt. Johannes 15, 20, gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht höher als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Jesus hat nie verheißen und versprochen, dass wir hier auf Erden kein Leid und Schmerz haben werden. Und wer sowas predigt, predigt nicht die Wahrheit. In der Bergpredigt geht Jesus sogar so weit, dass er sagt, dass diejenigen, die verfolgt werden, die Leid und Schmerz erdulden, dass sie sich glücklich schätzen sollen. Sie sollen sich freuen und jubeln, denn ihr Lohn im Himmel wird groß sein. Matthäus 15 bis 12, durch selig, die um Gerechtigkeit wird verfolgt, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles böse Lügnerische gegen euch reden um meinetwillen. Glückselig bedeutet, freut euch drüber. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. In der Bibel sind Leid und Schmerz nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Das widerspricht dem Denken unserer Gesellschaft und häufig auch in vielerlei Weise in unseren Köpfen. Auf dieser Erde sind Leid und Schmerz die Regel, auch für Christen. Ein Leben ohne Leid und Schmerz verspricht die Bibel nicht. Erst wenn wir beim Vater sind, verspricht er es. Erst wenn wir im Himmel sind, wo Valentina und Hajo und viele andere, die uns vorgegangen sind, sind, da ist es die Verheißung, dass es da kein Schmerz und keine Tränen, kein Leid mehr geben wird. In der neuen Welt wird es keine Tränen geben. Aber hier auf dieser Erde hat Jesus nie versprochen, dass wir kein Leid haben werden. Er hat aber versprochen, dass er mit uns ist in dem Leid. Schmerzen sind die Reaktion der Seele oder Körpers auf Umstände. Und die, in Bezug auf die Seele sind die Umstände, die diesen emotionalen Schmerz verursachen, würde ich zusammenfassen unter dem Begriff Verlust. Verlust von Freunden, von Angehörige, für einigen ist Verlust vom Job, Verlust von der Heimat, wenn man fliehen muss, Verlust von Zuneigung, von Anerkennung. Viele Dinge kommen wir zusammen, was unsere Seele schmerzt, ist der Verlust. Immer da, wo wir etwas verlieren, was uns wichtig und wertvoll ist, werden wir über den Verlust Schmerz empfinden. Immer da,
wo wir etwas verlieren, was uns wichtig und wertvoll ist, werden wir über den Verlust Schmerz empfinden. Das bedeutet auch, dass der empfundene Schmerz immer subjektiv ist, weil es wird immer davon abhängig sein, wie wichtig und wertvoll dir etwas war. Als ich meine Heimat verloren habe, in dem Sinn, weil ich hier nach Deutschland kam, habe ich das nicht als Verlust empfunden, weil es für mich hier eine Perspektive war und ich die Entscheidung bewusst genommen habe. Leute, die aus ihren Ländern flüchten müssen, weil es Krieg oder Dürre noch ist, für sie ist das ein Verlust. Jesus macht klar, dass ein Leben in seiner Nachfolge ein Leben mit Verlusten ist. Lukas 14, 31. Darum kann auch keiner, der mein Jünger sein, also er nennt es, es ist eine Bedingung, um ihn als Jünger nachzufolgen, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Trennung, Verlust gehört zur Nachfolge Jesu. In der Bibel sind Verluste keine Störung, sondern Wachstumsmöglichkeiten. Komme ich später. Möglichkeiten für Neues. Also die erste Lüge, die wir zu überwinden haben, die unsere Denken erneuern müssen, ist: Verlust, Leid und Schmerz sind Störungen. Das ist eine Lüge. Sie sind keine Störungen. Sie sind ein Geschenk Gottes. Sie sind ein Geschenk Gottes. Die zweite Lüge in unserer Gesellschaft, die viele krank macht, ist: Verlust, Leid und Schmerz müssen mit allen Mitteln vermieden, verdrängt oder unterdrückt werden. Weil unsere Gesellschaft keine Verluste hinnehmen will. Welche Firma will Verluste schreiben? Wir wollen mehr, mehr, mehr Gewinn. Verluste wollen wir nicht. Und weil dieses Denken sich leider in Gemeinden auch eingeschlichen hat, sehen wir, den damit verbundenen Leid und Schmerz immer noch als Störung. Und wir haben einen Abwehrmechanismus entwickelt, wo wir versuchen, mit allen Mitteln und Wegen Verluste, Leid und Schmerz zu vermeiden. In den Firmen, indem man Pläne schmiedet, wie man mehr Umsätze machen kann oder andere Geschäftsfelder öffnen kann, um ja keinen Verlust zu erleben. In unserem persönlichen Leben, indem wir Dinge machen, um möglichst nicht etwas zu verlieren. Ja, nicht unsere Gesundheit, mehr Gesundheit, Fitness, mehr Fitness, nichts gegen Fitnessklipper, ne? Aber das ist richtig, wir sollen. Aber Gesundheit darf nicht zum Götze werden. Wenn deine Gesundheit davon bewegt, gesteuert ist, Angst zu haben, dass du dein Leben verlierst, dann ist es ein Götze in deinem Leben. Ja, wir arbeiten weniger in christlichen Kreis, wir sind fromm und dann müssen wir beten und dies und jenes. Hauptsache keine Verluste erleben. Und wir verdrängen, sei es die Verluste oder den damit verbundenen Schmerz. Ja, freu dich im Herrn. Der Herr ist gut. Geht es dir schlecht, ist nicht so schlimm. Hast du mit jemandem fast verloren, ist nicht so schlimm. Komm, freu dich im Herrn. Und diese Problematik finden wir bereits im Alten Testament. In Hiob wird ein Stück deutlich, wie damals die Leute über Leid und Schmerz gedacht haben. Sie waren überzeugt, Leid und Schmerz ist die Strafe Gottes dafür, dass du irgendwas Falsches getan hast. Und so begegnen sie dem Hiob. Und sie klagen ihn an und sagen, du hast einen Fehler gemacht, gib es doch endlich zu. Und wenn wir genau reinschauen, wer Hiob liest, wird erkennen, dass das Lüge ist. Am Ende sagt Gott, dass diese Freunde falsch geredet haben. Sie haben nicht die Wahrheit gesagt. Und deshalb hörst du auch heute noch in Gemeinden, es muss in deinem Leben muss etwas nicht stimmen oder in deiner Familie ist irgendwelche Sünde oder du glaubst nicht genug, du bist nicht geistlich genug, du darfst nicht in der Seele, wenn du Schmerz verspürst, das ist seelisch. Du musst jetzt geistlich und dich freuen. Wenn du mehr im Geist wandeln würdest, würdest du weniger leiden. Alles Unfug. Glaub diese ganzen Aussagen nicht.
Die stimmen nicht. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, sehen wir einen anderen Umgang mit Verlust, Leid und Schmerz. Es annehmen. Oder wie jemand anderes sagte, umarmen. Es einschließen in mein Leben. Matthäus 16, 25, Jesus sagt, denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, festhalten will, halten will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es gewinnen. Wie viel investieren wir an Kraft und Energie, um Verluste zu vermeiden, Schmerzen nicht zu spüren und Leid nicht zu spüren? Und verlieren alles am Ende doch. Weil es liegt nicht in unserer Hand, es zu halten, sondern in Gottes Hand. Jesus macht durch sein Leben deutlich, dass das Bemühen, keine Verluste zu erleiden, zum größten Verlust führt, dass wir unser Leben verlieren. Wenn wir jedoch bereit sind, unser Leben um Jesu Willen zu verlieren, dann werden wir es gewinnen. Jesus selber hat Leid umarmt, angenommen, Verlust. Er hat sich nicht dagegen gewehrt, es ist nicht dagegen, er hat es nicht unterdrückt, er hat geweint, er hat getrauert, lesen wir. Und die Bibel zeigt uns, dass ein biblischer Umgang mit Verlust, also umarmen, annehmen dazu und Leid uns zur Reife verhilft. In Hebräer 5, 7 bis 9 lesen wir, als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch vom Fleisch und Blut, so wie du und ich, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gepflegt, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Er hat gelitten, als er im Garten wusste, dass er sterben musste, dass seine Beziehung zum Vater unterbrochen werden würde. Hat er gelitten und gebetet und gefleht. Und wir lesen an einer Stelle, dass er sogar Schweißtropfen, Blut geschwitzt hat. Er hat damit gekämpft. Aber er hat es angenommen. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es ihm selbst, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Jesus war mit Verlusten vertraut. Er hat für sein Menschsein seine Herrlichkeit verloren. Er hat seine Freunde verloren. Er hat die Familie verloren. Er hat am Kreuz die Beziehung, das Wichtigste, was er hatte, die Beziehung zu seinem Vater verloren. Er ist ihm nicht aus dem Weg gegangen. Er hat sie umarmt. Als ich vorhin in dem Lobpreis war, hatte ich den Gedanken, der größte Verlust, den wir als Gesellschaft, als Menschheit empfinden, ist den Verlust, für uns selbst entscheiden zu können. Unseren eigenen Willen zu tun. Den größten Verlust, den wir in unserer Gesellschaft empfinden, auch hier, häufig in Gemeinden, und das ist der Lernprozess der Reife, ist unseren eigenen Willen nicht zu bekommen und nicht zu tun. Und das ist, wo Jesus durch Leid gehorsam lernt. Wo er dadurch, dass er in der Beziehung zum Vater lernte, nicht was ich will, was ich für Verlust empfinde, ist relevant oder was ich tun kann, um Verlust zu vermeiden, ist wichtig, sondern Gott, Vater, was ist, was auf deinem Herzen ist? Und da war er bereit, Leid, Verlust und Schmerz auf sich zu nehmen, um dem Vater gehorsam zu sein. Er lernte Gehorsam. Und wenn Jesus, als der Sohn Gottes, das lernen musste, durch Leid, wie viel mehr werden wir das lernen müssen?
Die zweite Lüge, die wir zu überwinden haben, mit der wir, die wir ersetzen müssen in unseren Köpfen, ist, dass Verlust, Leid und Schmerz vermieden, verdrängt oder unterdrückt werden müssen. Und die dritte Lüge, die damit einhergeht, ist die Lüge, dass Verlust, Leid und Schmerz nicht zum Ausdruck gebracht werden kann, dass es ein Zeichen von Schwäche und Ungeistlichkeit ist. Auch da muss ich sagen, dass leider dieses Denken auch in vielen christlichen Gemeinden sich eingeschlichen hat. Möglichst schnell zurück zur Tagesordnung gehen. Ich unterhielt mich letztens mit jemand, war in der Jüngerschaft, wo wir sprachen, dass wir in unserer westlichen Kultur keine Trauerkultur haben. Im Alten Testament hatten die eine Trauerkultur. Die haben ihre Kleider zerrissen, sie haben Sack und Asche, hört man, auf ihr Haupt und haben getrauert, eine Woche, manchmal 4 Wochen lang, haben sich bewusst Zeit genommen, über den Verlust zu trauern, den Schmerz zuzulassen. Aber hier, nein, stell dich bitte nicht so an. Es kann auch die Angst sein, die wir in uns ist, wenn wir Leid und Schmerz bewusst zulassen, dass das zu unkontrollierten Emotionen führen könnte. Und bevor das passiert, lieber gar nicht. Dann unterdrücken wir das. Und auch hier finden wir in der Bibel ein ganz anderes Bild. Die Psalmen, Gebete, Klagelieder sind alles Ausdruck. Da kommt dieser Schmerz, dieser Verlust, diese Trauer zum Ausdruck. Jesus hat seinem Leid und Schmerz Ausdruck verliehen. Er weinte, er klagte, er betete. Wie können wir mit Verlust, Leid und Schmerz aus biblischer Sicht umgehen? Was ist wichtig? Wenn wir die oben genannten, der erste Punkt ist, dass wir diese Lügen in unserem Leben persönlich erstmal aufgedeckt bekommen und durch die Wahrheit ersetzen. Umkehr nennt das die Bibel. Buße tun. Unser Denken verändern. Johannes 12, 24 sagt Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es kein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Willst du Frucht in deinem Leben? Jesus hat an einer anderen Stelle gesagt, ihr seid berufen, ich habe euch berufen, dass ihr Frucht bringt. Wollen wir Frucht bringen, dann müssen wir durch Sterbeprozesse durchgehen. Und sterben tut weh. Bedeutet loslassen. Jesus beschreibt hier das Leben eines Christen als ein Leben im ständigen Sterben und damit im ständigen Schmerz. Peter Scacero beschreibt in seinem Buch hier das Paulus-Prinzip 3 Phasen des Trauerprozesses, auf die will ich kurz eingehen. Die erste Phase nennt er Beachtung. Das heißt, sich den Verlust, den Schmerz und die Trauer bewusst zu machen und diesen zum Ausdruck zu diesem Ausdruck verleihen. Beachte, verdränge nicht. Nimm Zeit, den Verlust, den du erlebt hast, wahrzunehmen und dir bewusst zu werden, was hast du denn verloren? Wieso tut es so weh? Lass den Schmerz zu. Lass die Trauer zu. Du kannst das durch Klagelieder zum Ausdruck bringen lassen, durch Bilder malen, durch Weinen, Gebete. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wichtig ist aber, dass wir das nicht verdrängen. Die meisten Leute, die psychisch krank sind, sind, weil sie solche Dinge verdrängen. Und früher oder später kommen sie hoch. Beachte den Schmerz, lass ihn zu. Die zweite Phase, die danach folgt, nennt er im verwirrenden Dazwischenleben.
Nach dem Tod, nach dem Verlust kommt eine Zwischenzeit. Eine Zeit der Verwirrung, des Nichtverstehens, des Hinterfragens. Auch diese Zeit ist wichtig. Auch da ist es gut und richtig, wenn Dinge hinterfragt werden. Es wäre falsch, jetzt mit einem frommen Spruch, nee, das musst du einfach glauben. Hilft dir in deinem Glauben nicht. Wenn durch eine Situation, ich kann mich erinnern, als ich damals hier in der Gemeinde, nachdem ich angestellt war, plötzlich entlassen werden musste und wir hatten alle Gott gehört, dann stellt man sich die Frage, habe ich Gott gehört? Als jetzt ich die Nachricht gehört habe, dass Valentina verstorben ist, ich hatte im Gebet einen Impuls, habe ihm das sogar geschrieben, dass sie noch 20 Jahre mit uns leben wird. Ich frage mich, habe ich richtig gehört? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich mich verhört? Habe ich was falsch interpretiert? Jetzt die, es würde mir gar nicht helfen, wenn jemand kommt, ach komm, ist alles nicht so schlimm, da, das hilft dir nicht. Denn nur wenn ich durch diese Prozesse gehe und mich hinterfrage und zu Gott gehe und dem Wort höre, dann baut sich in mir der neue Glaube aus und neue Gewissheit wächst. Wir brauchen diese Zeiten. Es ist wichtig und notwendig, damit Neues entstehen kann, dass wir dieses Verwirrende dazwischen ertragen. Die Jünger mussten diese Zeit auch ertragen. Als Jesus verstorben war, als in den Himmel aufgefahren ist, 10 Tage, was wird passieren? Die wussten nichts. Ich zitiere hier aus Paulus' Prinzip von Peter Scacero. Der Theologieprofessor und Autor Walter Brüggemann hat gesagt, dass die Psalmen in 3 Gruppen aufgeteilt werden können. Orientierung, Desorientierung und Neuorientierung. Die erste Gruppe sind die Lieder der Orientierung, in denen wir Gott und seine Schöpfung und Segnungen genießen und uns an seiner Güte freuen und ein tiefes Gefühl des Wohlergehens und der Freude in ihm genießen. Das sind die Psalmen, die wir am meisten lieben. Die zweite Gruppe sind die Lieder der Desorientierung. Zeiten von Schmerz, Leid und Umbrüchen. Sie wurden verfasst, als alles zusammenbrach, und man sich fragte, was eigentlich gerade geschah. Das ist das Verwirrende dazwischen, bei dem wir oft Zweifel, Groll, Isolation und Verzweiflung verspüren. Und dann gibt es die Psalmen der Neuorientierung. Wenn Gott eingreift und etwas Neues tut, da bricht Freude durch. Da bricht Freude durch unsere Verzweiflung. Die wichtigste Zeit zwischen den Träumen sind nicht die Träume an sich. Meine Empfehlung in dieser Phase: Triff in dieser Phase keine weitreichenden Entscheidungen. Wenn du in dieser Trauerphase bist, in dieser Verwirrungsphase, in dieser Phase, wo du Dinge hinterfragst, triff keine weitreichenden Entscheidungen in dieser Phase. Nimm dir die Zeit zu warten. In dieser Phase gibt es die Gefahr, dass wir uns isolieren. Weil wir denken, unsere Trauer alleine besser bewältigen zu können. Meine Empfehlung, meine Bitte vom Herzen an, suche Gemeinschaft mit Geschwistern. Wieso? Wenn wir uns isolieren, stehen wir in der Gefahr, Dinge einseitig zu sehen. Nur unsere Sicht, unsere kleine Sicht. Jeder von uns hat nur eine kleine Sicht der Dinge. Und dann sehen wir die kleine Sicht, treffen Entscheidungen nach auf Basis dieser Sicht und Gott sieht es ganz anders. Und im Austausch mit den Geschwistern weitet sich unsere Seele, weitet sich unser Denken, weitet sich, reifen wir. Also zieh dich bitte nicht zurück. Ich sage auch nicht, dass du in den Massen gehst, aber suche Geschwister, mit denen du austauschen kannst, mit denen du reden kannst,
mit denen du das, was dich beschäftigt, was dich schmerzt, auch mal sagen kannst, ohne dass du belehrt wirst. Und uns, als die wir sonst Lehrer sind und gerne belehren, mein Rat für mich, belehre mich. Leider musste ich durch schlechte Erfahrung, weil ich das gemacht habe, schon häufig mitkriegen, dass es wenig hilft. Drittens, versuche nicht alles zu verstehen. Ja, es werden viele Dinge in solchen Phasen kommen, die du hinterfragst, wo du nach Antworten suchst. Aber Gott wird dir nicht zu allem eine Antwort geben. Und du brauchst auch nicht zu allem eine Antwort. Viele fragen sich, wieso hat Gott Hajo jetzt abgerufen? Er hatte noch so viele Pläne. Gott macht keine Fehler. Und wisst ihr, als ich drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, in dem Moment, wo wir meinen, Gott müsste uns alle Antworten geben und wir müssten alles verstehen, was Gott tut, dann ist er kein Gott mehr. Gott ist Gott. Wir haben kein Recht von ihm, oder wir haben kein Recht, er muss sich uns nicht erklären. Er muss sich uns nicht erklären. Es werden Dinge verborgen bleiben. Es werden Fragen offen bleiben, zu die wir keine Antworten kriegen. Aber eins ist sicher, wir können uns in ihm bergen und geschützt haben. Auch mit den offenen Fragen. Auch mit den ungeklärten Fragen. Die dritte Phase, aus dem Alten Neues entstehen lassen. Ich habe den Bibelvers gelesen, wenn das Korn nicht gestorben ist, kriegt kein Spross, es kommt keine Pflanze. Jesus hat oft das Beispiel eines Bauern genommen, der sät. Und das ist ein gutes Bild für diese drei Phasen. Die erste Phase ist auch im Psalm, wer mit Tränen sät, etwas in den Tod hineingehen, etwas verlieren. Kann man sich dann denken, naja, ein Bauer, der viel hat, der so trägt, muss er weinen. Stell dir mal vor, in einem Land der Dürre, wo du vielleicht nur ein Maiskolben hast und du musst entscheiden jetzt, esse ich diesen Maiskolben auf, komplett, weil ich Hunger habe, oder sehe ich vielleicht davon fünf Körner in der Hoffnung, im halben Jahr aus diesen fünf Körnern 10 Maiskolben zu haben und meine Kinder zu ernähren. Dann werde ich diese 5 Maiskörner mit Tränen sehen, weil es schon schmerzt. Und dann muss ich die Zeit abwarten, dass die Erde, dass die Körner das tun, was es tun soll. Dass Gott Gnade schenkt und Wachstum schenkt. Und dann freue ich mich, wenn die Ernte kommt. Wenn dann aus den 5 Maiskörnern 5 Maisstauden wachsen und wenn Gott Gnade schenkt, nicht nur ein Maiskolben oder 2, sondern sogar 3 an jedem Maiskolben, an jedem Stauden. Versteht ihr, was das ist? Und dann freuen wir uns. Ich zitiere wieder hier aus dem Buch. Veränderung, die aus Trauer entsteht. Verblüffende Verlagerungen und innere Veränderungen sind die Folge, wenn wir diesen seltsamen Weg in die Trauer einschlagen. Es wird sichtbar, warum Jesus lehrte, Gott segne die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Matthäus 5,4. Innerliche Neugeburten oder Veränderungen, die aus Trauer folgen, sind zum Beispiel: Es fällt uns leichter, auf Gott zu warten und uns seinen Willen auszuliefern. Wir werden barmherzig, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Henry Nouwen sagt, sehr richtig, dass Trauer der Weg zur Barmherzigkeit ist. Es gibt keine Barmherzigkeit ohne viele Tränen. Und wie der Vater zu werden, dessen einzige Macht die Barmherzigkeit ist,
muss ich zahllose Tränen vergießen und so mein Herz darauf vorbereiten, jedem anzunehmen, egal wie seine Reise ihn geführt hat, und ihm vom Herzen zu vergeben. Wenn wir unseren eigenen Schmerz in uns aufnehmen, können wir auch den Schmerz anderer verstehen. Wir haben weniger Begehrlichkeiten und Götzen. Wir sind eher geneigt, uns von den unwichtigen Dingen im Leben zu befreien und nach denen andere sich so sehnen. Wir werden von dem Zwang befreit, andere beeindrucken zu müssen. Wir können Gottes Plan mit einer neuen Freiheit folgen, weil unsere Motivation nicht mehr vorrangig darin besteht, es anderen Menschen recht zu machen. Wir können ruhiger mit ungelösten Fragen leben. Wir fürchten uns nicht davor zu sagen, ich weiß es nicht. Wir zeichnen uns durch größere Demut und Verletzlichkeit aus. Wir genießen eine neue, lebendige Wertschätzung der einfachen Dinge des Lebens. Wir haben weniger Ängste und eine größere Bereitschaft, Risiken einzugehen. Wir spüren die Wirklichkeit des Himmels ganz neu und verstehen besser, dass wir auf der Erde nur Fremde und Gäste sind. Wir sorgen uns mehr um die armen Witwen, Waisen, Ausgegrenzten und Verwundeten, weil wir sie verstehen. Wir sind endlich bei uns und bei Gott zu Hause. Wenn wir unsere Verluste betrauern, führt dies zu einem bemerkenswerten Wandel in uns, der den Prozess lohnenswert macht. Schalen unseres falschen Ichs fallen ab. Etwas Echtes, Christus in und durch uns, kommt zum Vorschein. Neue Möglichkeiten bieten sich an für uns und alle, die wir mit unserem Leben berühren. Ich glaube, bin überzeugt, dass Gott uns als Gemeinde, und dazu gehört jeder einzelne von euch, denn ihr seid Gemeinde, wir sind Gemeinde, nicht dieses Gebäude, uns zu einer Gemeinde entwickeln will, die Heilung in die Nationen bringt. Und das bedeutet, dass wir zuerst lernen müssen, heil zu werden. Und dazu ist es notwendig, dass wir lernen, mit Trauer, mit Verlust, mit Leid umzugehen, so wie es die Bibel zeigt, dass wir umgehen sollen. Und wir haben die Hoffnung, dass es Neues gibt. Auch wenn der Schmerz da ist des Verlustes. Wir haben die Zusage, wenn das Korn in die Erde fällt und stirbt, wird es viel Frucht bringen. Das ist eine Verheißung Gottes. Wenn ein Traum stirbt, wenn eine Hoffnung stirbt, wird Gott Neues schenken. Und Gott wird Neues hervorbringen. Aus Trauer, aus Leid, wird Gott Neues hervorbringen. Und ich ermutige uns, dass wir uns von diesen drei Lügen, die ich genannt habe, nicht einnehmen lassen. Auch nicht in dieser jetzigen Zeit. Sondern dass wir den Mut haben, den anderen Weg zu gehen, den Jesus gegangen ist. Anzunehmen. Zu umarmen. Zuzulassen. Zu glauben und zu vertrauen, dass Gott keine Fehler macht und Gott alles richtig macht und Gott was Gutes davor hervorbringt. Würde gerne beten. Vater, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort Anleitung gegeben hast für alle wichtigen Themen in unserem Leben. Auch Verlust, Trauer, Leid. Und Herr, ich danke dir, dass du in deinem Wort uns einen ganz anderen Weg zeigst, als was die Welt zeigt. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen von uns die Gnade schenkst, diesen Weg einzuschlagen
uns nicht von dem Denken der Welt dieser Gesellschaft einnehmen zu lassen und Druck, Verlust zu unterdrücken, zu vermeiden, sondern es zu umarmen, zuzulassen und zu trauern, Herr, damit wir Heilung erleben und damit du Neues hervorbringen kannst. Und auch da, wo alte Verletzungen, die unterdrückt wurden, alte Verluste, alte Schmerzen, die da sind, Herr, bete ich, dass du jeden Einzelnen hilfst, das vor dir zu bringen, sodass du Heilung hineinbringen kannst und Neues hervorbringen kannst. Vater, wir verstehen nicht, wieso du in deiner souveränen Entscheidung beschlossen hast, Hajo reinzunehmen oder auch Valentina. Aber wir möchten uns entscheiden, zu glauben und zu vertrauen, dass wir keine Fehler haben. Vater, ich bete, dass du jeden Einzelnen, der heute hier ist oder auch morgen bei der Beerdigung, dass du uns hilfst, wirklich auf von Hajo Abschied zu nehmen, loszulassen, anzunehmen. Und danke, Heiliger Geist, dass du der Tröster bist. Und du wärst nicht der Tröster, wenn wir Schmerz und Leid nicht ertragen müssten. Wozu denn dann Tröster sein?